بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Es ist eine Frage eingegangen von einer Person. Und zwar fragte sie, ob Allah Ta'ala denn barmherzig ist. Inwiefern kann man davon ausgehen, dass Allah Ta'ala barmherzig ist, wenn er die Ungläubigen für immer bestraft? Die Frage kann man ein bisschen weiter analysieren. Und dann kommt man auf den Kern, auf den Kernpunkt dieses Problems. Und zwar, man kann von unzähligen, großen und zahlreichen Vergehen ausgehen, die eine ungläubige Person tun sollte. Sie finden aber in einem begrenzten Zeitverhältnis statt. Und wäre es denn daher nicht gerechter und angemessener, dass auch die Strafe entsprechend nur begrenzt wäre? Da es sich ja um ein begrenztes Tun handelt, das ist zeitlich begrenzt, inwiefern ist es dann noch gerecht, dies mit der Ewigkeit zu bestrafen? Die Gerechtigkeit erfordert doch, dass die Bestrafung ebenfalls nur eine zeitliche Beschränkung hat. Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Tatsächlich ist auch diese Frage nicht neu. Und in der einschlägigen Literatur der Aqida mit ihren verschiedenen Strömungen, selbst in den Kalamwerken, wurde diese Frage schon vor Ewigkeiten aufgegriffen. Und die muslimischen Theologen haben hierfür einige Ansätze und Gedanken zur Verfügung gestellt. Eingangs muss man aber zwei Dinge festhalten. Auf den ersten Punkt werde ich nicht weiter eingehen, aber die Frage hat einen moralischen Aspekt. Und diese Frage wird häufig, oder dieser Einwand wird häufig von Naturalisten und ihresgleichen aufgeworfen. Und bei vielen von ihnen gibt es keine objektive Moral. Von daher ist eigentlich jeder moralische Angriff auf die Religion bereits hiermit erledigt, wenn es keine objektive Moral gibt, wenn das alles relativ ist. Dann gibt es keinen Grund, die Religion irgendwie moralisch anzugreifen. Zweitens, diese Frage kann nur bestehen, solange davon ausgegangen wird, dass die Hölle unendlich ist. Und das erwähne ich nur deswegen, nicht weil ich davon ausgehe, sondern weil es tatsächlich unter den Theologen zwei Ansätze in Bezug auf die Ewigkeit und Endlosigkeit der Hölle gibt. Die absolute Mehrheit der Gelehrten sprechen, und manche sprechen auch vom Konsens, sind der strikten Meinung, dass die Texte auf die Unendlichkeit der Hölle deuten. Einige andere hingegen waren der Meinung, dass dies nicht endlos ist. Und Ibn Taymiyyah erwähnt dies in seiner Aussage. Er sagt, über das Aufhören der Hölle gibt es zwei bekannte Aussagen unter den Altvorderen und den Nachkommenden, den Salaf und den Khalaf. Und er sagt dann, dass die Meinungsdifferenz hierin unter den Tabi'un und späteren bekannt war. Und es scheint auch so, dass Ibn Taymiyyah selbst unentschlossen war in vorbezeichneter Angelegenheit. Genauso wie sein Schüler Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim behandelte dieses Thema in seinem Buch Shifa al-Alil diskursiv und führte die Für- und Gegenaussagen hierfür an. Anschließend sagte er dann,
erzählt, dass er Sheikh al-Islam diesbezüglich fragte. Er sagte, ich fragte Sheikh al-Islam diesbezüglich, woraufhin er zu mir sagte, dies ist eine gewaltige und große Angelegenheit. Er hat sie aber weder bejaht noch verneint. Nun, wir halten uns aber an den Mainstream und gehen von der Unendlichkeit der Hölle aus. Zuallererst muss man anmerken, dass die eines der Problematiken, die entstehen, wenn man über diverse, wenn man sich diverse Konzepte der Eigenschaften Allah Ta'alas, wenn man sie separat betrachtet und nicht im Gleichgewicht der Gesamtheit und Allgemeinheit der Attribute und Eigenschaften Allah Ta'alas. Wer zum Beispiel, und das führt dann zwingend zu Problemen, wer davon ausgeht, dass Allah Ta'ala nur die Eigenschaften der Liebe und Barmherzigkeit besitzt und sämtliche andere Eigenschaften wie die Eigenschaft der Gerechtigkeit, die Eigenschaft der Weisheit etc. ausblendet, der wird erhebliche Schwierigkeiten haben, dies mit seiner wahrgenommenen, subjektiv wahrgenommenen Realität in Einklang zu bringen. Deswegen müssen die Eigenschaften Allah Ta'alas als Ganzheit und ihrer Ganzheit und Korrelation mit sämtlichen anderen Eigenschaften begriffen werden. Allah Ta'ala ist nämlich nicht nur barmherzig und vergebend, sondern auch weise und wissend. Er ist auch mächtig und gewaltig, er zürnt und büßt und ist herrlich. Nehmen wir als Beispiel die Vergebung. Weil Allah Ta'ala vergebend ist, bedeutet dies nicht, dass er alles und jedem vergibt, da dies in Konflikt mit der Weisheit insbesondere und im Allgemeinen mit den Wirkungen anderer Attribute stehen würde. Er ist vergebend und vergibt mit Weisheit und Güte. Wäre es, nun mal jetzt nach unseren Maßstäben betrachtet, wäre es im Alltag weise, einem maßlosen, ungerechten und auf seine Tyrannei verharrenden Hochstapler zu vergeben, der sich nach und nach an den Menschen vergeht und sie mit den Füßen tritt? Bedeutet Gütigkeit und Großmut, auch dem immer wieder zu geben, der dies ausnutzt für den Schaden an anderen? Würde man sagen, wenn man hier nicht mehr gibt in diesem Fall, dass dies der Gütigkeit und Großzügigkeit widerspricht? Des Weiteren sind Vergehen und Delikte und die dazugehörigen Sanktionen, sie basieren nicht auf mathematischen Gleichungen, in denen der Zeitfaktor der Strafe vom Zeitfaktor des Vergehens abhängig ist. Woher stammt überhaupt diese Bedingung für Gerechtigkeit? Die Bedingung, dass der Zeitfaktor der Strafe und des Vergehens identisch sein müssen. Seit wann ist dies eine Voraussetzung für die Gerechtigkeit einer Strafe? Ein Student lernt und müht sich ein ganzes Jahr lang ab, scheitert in einem Test, der aber nur 45 Minuten dauert und muss ein ganzes Jahr nachholen wegen der 45 Minuten. Ist das ungerecht? Ein Dieb stiehlt in Sekunden oder Minuten und wird in manchen positiven Gesetzen zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Sollte man ihn nicht auch nur für Sekunden und Minuten inhaftieren? Und wie kannst du dir überhaupt sicher sein, dass der Unglaube nur eine begrenzte Handlung ist? Man könnte doch sagen, da Gott unendlich ist, muss auch die Strafe des Ungehorsams unendlich sein.
selbst wenn wir Muslime nicht daran glauben, dass jeder Sünder in der Hölle verewigt sein wird. Und wie kann man sich sicher sein, mit Gewissheit davon ausgehen, dass die Person sich nicht immer für den Unglauben entschieden hätte, wenn er ewig leben würde? Jede Antwort auf diese Frage wäre pure Spekulation und Mutmaßung. Im Wissen Allah Ta'alas ist es aber bekannt, da er weiß, was war und was sein wird und was nicht war, wenn es wäre, wie es sein würde. Und Allah Ta'ala sagt, وَبَلْ بَدَى لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلِ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Nein, vielmehr hat sich ihnen offenkundig gezeigt, was sie zuvor zu verbergen pflegten. Und wenn sie zurückgebracht würden, würden sie doch wieder zu dem zurückkehren, was ihnen verboten wurde. Sie sind wahrlich Lügner. Außerdem wurde ihm ja mitgeteilt, wie es um ihn steht. Und ihm wurden beide Ausgänge beschrieben und die freie Wahl gegeben. Wer nach seinem Wissen darüber, ohne irgendwelche Beeinträchtigungen im Wissen, ohne irgendwelche Handicaps oder ohne, wenn jemand verhindert ist, wenn ihn die prophetische Botschaft nicht erreicht hat, der wird sowieso nicht belangt für sein Tun. Wer aber nach seinem Wissen hierüber die Fügung und Annahme der Wahrheit verweigert, der ist selbst schuld und vorgewarnt. Wer aber im Wissen beeinträchtigt war und, wie gesagt, und ihn die Botschaft entsprechend nicht erreicht hat, der ist für das Erste entschuldigt. Allah Ta'ala sagt, مَنْ اِهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّ نَبْعَثَ رَسُولًا. Wer der Rechtleitung folgt, der ist ihr nur zu seinem eigenen Vorteil recht geleitet. Und wer irre geht, der geht nur zu seinem Nachteil irre. Und keine lasttragende Seele nimmt die Last einer anderen auf sich. Wir strafen nicht eher, bis wir einen Gesandten geschickt haben. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى. Hätten wir sie vor ihm durch eine Strafe vernichtet, hätten sie fürwahr gesagt, unser Herr, hättest du doch einen Gesandten zu uns gesandt, sodass wir deinen Zeichen hätten folgen können, bevor wir erniedrigt und in Schande gestürzt würden. Allah Ta'ala sagt, يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ. O Gesellschaft der Djinn und der Menschen, sind nicht zu euch Gesandte von euch selbst gekommen, die euch meine Zeichen berichtet und euch vor dem Eintreffen dieses euren Tages gewarnt haben? Sie werden sagen, wir zeugen gegen uns selbst. Das diesseitige Leben hat sie getäuscht und sie zeugen gegen sich selbst, dass sie ungläubig waren. Also, das einige Ansätze zu dieser Frage. Es gibt sicherlich noch mehr, aber ich begnüge mich vorerst hiermit. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum.